Und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Doom Eternal. Mission Nummer 10, 100% aller Sammelobjekte, alles, was es gilt, mitzunehmen. Haben wir hier leider, muss ich gestehen, die zweite Version des Videos. In der ersten hatte sich leider ein kleiner Schnittfehler eingeschlichen natürlich. Und aus dem Grund war dann leider ein Spielzeug nicht mit drin, sodass wir nicht 18 Objekte haben, sondern 19. Vielen sorry dafür, dass das passiert ist, aber Dank auch an 360 GameTV, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass da ein Spielzeug gefehlt hat. Man konnte sehr, sehr gut auf der Karte sehen, also wahrscheinlich habt ihr es trotzdem mitgenommen, wenn ihr das gesehen habt, weil es war wirklich direkt neben der geheimen Begegnung zu finden, aber nichtsdestotrotz muss das Video natürlich vollständig sein und dementsprechend jetzt hier nochmal eine zweite Version der Mission 10 mit allen Sammelobjekten. Ansonsten ist das Ganze ja immer auf der Karte sehr, sehr gut zu erkennen. Und ich denke mal, wie gesagt, dass die meisten da auch dann gesehen haben, hey, da ist doch ein Fragezeichen. Warum geht der Goodie da nicht hin? Machen wir jetzt hier. Wie immer bei den Guides, natürlich steige ich relativ früh ein. Oder das heißt, ich versuche ein bisschen früher einzusteigen, sodass ihr A, genau wisst, an welcher Stelle ich mich befinde. Und vor allem B, ja, dem Ganzen halt auch sehr, sehr gut folgen könnt und die Leute, die halt in der Timeline munter hin und her springen, haben dann halt die Möglichkeit, immer wieder eine Map-Einblendung auch zu sehen. Daher das relativ häufige Einblenden der Map. Ich finde, das kann man nicht oft genug machen. Sicher ist sicher, so dass ihr immer seht, besonders nach so einem kleinen Cut wie hier an dieser Stelle, wo wir uns genau befinden. Und da ist das dann halt ein sehr markanter Punkt hier mit diesen grünen Ringen, wo wir einsteigen, wo sich dann das nächste Tor öffnet, um rüberzukommen in nächste Gebiet, wo wir dann holen werden das erste Extra-Leben, was wir hier an dieser Stelle mitnehmen. Extra-Leben sind ja immer sehr, sehr gut. Ja, gerade wenn ihr mit dem Extra-Leben-Modus spielt und anschließend 10 Leben noch auf dem Konto haben wollt. Ihr seht, ich brauche gar nicht durch das Tor durchzugehen. Allerdings hier oben, diese Öffnung, die offenbart sich erst, wenn wir das Tor geöffnet haben. Deswegen können wir vorher hier noch gar nicht nachschauen. Ist ein relativ grottiger Sprung hier so daneben irgendwie, aber da passt es. Und dann, wenn wir hier gleich ins Loch runterdroppen wollen, da zum nächsten Fragezeichen, dann springt mein Charakter aus irgendeinem Grund, ja, nicht rein. Also machen wir es nochmal. Bitte hier rein. Dankeschön, so soll es aussehen. Und da ist das erste Spielzeug, was wir mitnehmen. Und wie gesagt, ein weiteres ist jetzt dazugekommen. Hier wieder ein kleiner Cut. Natürlich, wir befinden uns vor diesem Gehirn. Nach dem Kampf natürlich. Ich habe natürlich die ganzen Kämpfe rausgeschnitten. Nehmen wir hier einmal diesen Luft. Na, komm. Nochmal von vorne. So, da oben wollen wir hin. Da führt uns auch die Story lang, also daher gar kein Problem. Wir klettern hier schön brav hoch und holen uns hier gleich den ersten Anzugspunkt ab. Nochmal ein bisschen hier die Munition mitnehmen, sicher, ne? Man weiß ja nicht, wofür man sie braucht. Und da um die Ecke steht der Knilch schon rum und bietet uns eine Münze an, die wir sehr, sehr gerne mitnehmen natürlich. So, von dem Punkt hier, also direkt bei ihm hier, geht es weiter zur ersten Meisterschaftsmarke hier. Deswegen hier wieder schöner Blick auf die Karte. Und wir gehen direkt von ihm weiter. Springen hier einmal quer rüber. Sehr leichte Sprünge und einfach geradeaus durch. Da war jetzt nichts Bestimmtes zu springen, zu machen, zu tun. Einfach geradeaus dahinter. In der Ecke liegt die Meisterschaftsmünze herum. Von da aus geht es wieder ganz ohne Schnitt weiter. Einmal kurz hier hoch, den nächsten Anzugspunkt mitnehmen. Und jetzt nehme ich gleich hier an der Seite die Automap mit. Braucht ihr nicht unbedingt zu machen. Wir kommen an dieser Stelle sowieso nochmal lang. Oder sprich, ihr kommt dann nochmal lang, wenn ihr den Sammelobjekten folgt. Weil dann kommen wir nämlich da links aus der Tür raus. Aber so nehmen wir sie erstmal mit. Hier die Automap. Und da kommen wir normalerweise dann gleich her, wenn wir die anderen Sammelobjekte mitnehmen. Ich komme natürlich nicht lang, weil ich das dann schon wieder rausgeschnitten habe, weil das ja nicht notwendig war. So, hier einmal rückwärts runterspringen, nach vorne dashen. Und dann gibt es hier die geheime Begegnung und dahinter ist dann das vergessene Spielzeug. Wie gesagt, sorry dafür an dieser Stelle. Ja, man sollte es aber sehr, sehr gut auf der Karte sehen. Das liegt wirklich 2 Meter weiter. Da hinweg, den eingefroren. Ich habe extra geskillt, dass ich mir Schaden mache, wenn die Gegner eingefroren sind. So kann man dann auch die geheime Begegnung recht gut abschließen. Und jetzt, ja, sehen wir es hier auf der Karte, da ist das Fragezeichen, das ist das besagte Spielzeug, von dem ich hier rede. Einmal hier hochspringen, hier mitnehmen und da haben wir den Gladiator gefunden, das zweite Spielzeug. Wie gesagt, das war ein reiner Schnittfehler gewesen. Ich habe ja am Ende ja alle Sammelobjekte beisammen
und habe dann dementsprechend mich davon ausgegangen, dass das natürlich auch im Videokorrekt wiedergegeben ist. Und so, jetzt hier schön spät erst nach vorne dashen, ne? Nicht, dass ihr da vorne an diesem Tor, an dieser Spitze hängen bleibt. Deswegen ruhig schön tief fallen lassen, dann nach vorne dashen, dann an der Mauer festhaken. Und dann gehen wir hier auf die rechte Seite, ne? Da leuchtet es, da, das muss doch einen Grund haben, dass da nochmal so ein Schacht ist. Und deswegen springen wir da auch einfach mal rein. Mal gucken, was gibt's da? Ah, da gibt es eine Wand zum Festhalten, wunderbar. Noch eine Wand zum Festhalten, sehr gut. Dann drehen wir uns um. Und sehen da oben diese Kante. Hat nur geguckt, ob es nichts anderes noch gibt. Da, die Kante einmal hier hoch. Und dann auf der Seite die Gegner, die ich jetzt rausgeschnitten habe. Und auf der anderen Seite, wenn wir da runtergehen, gibt es ein weiteres Extra-Leben zum Mitnehmen. So, jetzt kommen zwei Sachen direkt miteinander. Seht ihr ja, ah, das ist natürlich das Spielzeug Nummer 3 und die Meisterschaftsmarke Nummer 2. Die sitzen halt so eng beieinander, dass ich deswegen das zusammengefasst habe. Hier ein bisschen aufs Feuer aufpassen. Wenn ihr hier dran springt, dann darüber und dann nochmal springen. Noch eine dritte Wand wartet da auf uns und von da aus können wir direkt runter. Jetzt hier auf diese, auf die Höllen-Paternoster achten. Höllische Paternoster. Kommt da. Wir steigen auf. Lassen uns nach oben tragen. Aus. Und dann hier rechts in der Wand, ne? Da seht ihr schon, also das ist rechts in der Wand ein Raum, man sieht das gar nicht, dass die Wand zum Durchbrechen ist, aber da dann Raum eingezeichnet ist auf der Karte, muss es so sein und so ist es auch. Da ist das Spielzeug und direkt dahinter ist die Münze. Ja, ich schreibe mal Marke, mal Münze, da bin ich irgendwie sehr kreativ dabei. Und jetzt geht's weiter hier an dieser Stelle. Sorry, was will er denn hier von mir? Kurz wegmachen. So, und dann gibt es nämlich gleich hier nochmal ein Kolex, der rumliegt. Ne? Hier dieses grüne Podest da, was da gerade stand. Da mussten wir wieder den Schädel reindrücken und dahinter gibt es einen Kolex. Und dann haben wir hier nochmal so einen höllischen Paternoster. Diesmal wollen wir aber da drunter. Wir wollen unten raus. Also springen und dann schnell nach vorne gehen. Dann können wir nämlich hier den Cheatcode mitnehmen an dieser Stelle. Der Mangelmodus, ganz wichtig auch, den Cheat braucht er unbedingt, um die Trophäe zu holen, spielt eine Mission mit Cheat-Mangelmodus aktiv. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr das Sammelobjekt habt. So, nachdem wir jetzt da unten waren, fahren wir mit dem Paternoster wieder hoch. Dem höllischen Paternoster, genau, der soll sein. So, jetzt dashen wir geradeaus rüber. Oh, hier sehen wir es auf der Karte. Hier wieder auch der Einstieg ein bisschen früh. Man erkennt es aber auch ganz gut an diesem viereckigen Ding da in der Mitte, was sich da dreht. So weiter geradeaus durch. Und da ist es schon, leuchtet es schon, die geheime Begegnung. Damit sind wir auch schon fast hier durch. 16 von 19 haben wir dann hier schon im Sack. Kleines bisschen was kommt noch. Ihr seht das schon wieder. Da war wieder ein Fragezeichen. Direkt neben der geheimen Begegnung schon mal auf der Karte zu sehen. So, diesmal nehmen wir die BFG, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil, dicker Gegner, da kommt er. Er ist eingefroren, wie gesagt, ich mache mehr Schaden gegen eingefrorene Gegner. So ist das angenehm, dass es auf alle Fälle nur einen BFG-Schuss benötigt. Ich weiß nicht, ob ich ansonsten eventuell zwei benötigt hätte. So, dann hoch und da ist das nächste Fragezeichen. Und die nächste Langspielplatte, die wir hier an dieser Stelle mitnehmen. Damit bleiben noch zwei auf der Liste. So, zurück in dem großen Hauptraum hier sozusagen. Und jetzt der Cut rüber. Relativ ans Ende schon. Da sehen wir das Extra-Leben leuchten. Und da sind die entsprechenden Turnstangen, um da auch hinzukommen. Da müsst ihr aufpassen, erst nach oben. Und dann jetzt schön nach unten zielen. Schön nach unten zielen, dass ihr die mitnehmt. Und dann mit Schwung hier hoch. Und dann habt ihr da das Extra-Leben mitgenommen. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Das war es dann hier von den Sammelobjekten in Mission 10. Diesmal auch zu 100%. Und während wir uns den letzten Anzugspunkt holen, sage ich euch schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen, wenn es euch geholfen hat, denkt bitte an den Daumen nach oben. Das wäre wirklich super sein. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das unterstützt den Kanal ganz genauso natürlich wie ein Abo. Kostet euch nichts und mir, ja,
mir tut es gut, sagen wir es mal so einfach. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.